أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها جناحها. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin, liebe Geschwister, wir fahren heute fort mit unserer Unterrichtsreihe Fiqh al-Ibadat. Und zwar sind wir jetzt gerade im Kapitel das Buch der Heirat Fiqh al-Nikah. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Muslime, weil der eine oder der andere früher oder später heiratet. Deswegen sollte er sich auch mit diesem Thema beschäftigen, damit er dann auch genau den Ablauf vollzieht, wie unsere Religion uns das beigebracht hat. Und unsere Religion hat uns den besten Lebensweg beigebracht, liebe Geschwister. Nur wenn wir diesen Lebensweg beschreiten, dann werden wir auch glücklich sein. Allah Azza wa Jal sagt in seinem edlen Buch: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Derjenige, der Gutes tut, von Mann oder Frau, unsere Religion hat Gleichberechtigung. Derjenige, der Gutes tut, von Mann oder Frau, und er ist dabei ein Gläubiger, das ist die Voraussetzung, so werden wir ihm ein schönes Leben bescheren. Die Gelehrten sagen, ein schönes Leben in der Dunya und in der Akhira. In der Dunya, wenn du zufrieden lebst, und in der Akhira wird es keinen Wunsch geben, den Allah Azza wa Jal bei dir auslässt. Möge Allah subhanahu uns dieses Erleben hier in dieser Dunya und in der Akhira ermöglichen. Tay, dann machen wir heute weiter, inshallah ta'ala, und wir reden über die Mahr, die Brautgabe. Erst einmal, wer sagt mir genau, was ist eine Brautgabe? Wir hören immer Mahr und die meisten kriegen Bauchschmerzen, wenn sie das Wort hören, weil wir natürlich schon so einige Erfahrungen haben, was an Mahr bezahlt wird. Was ist die Mahr? Vielleicht so eine Art Respektzahlung sozusagen, dass die Frau ein was wert ist sozusagen. Also das, okay, es geht in diese Richtung. Na? Ein symbolischer Wert. Ein symbolischer, was können wir sagen? Eine symbolische Geste. Sehr schön, Geste. Eine symbolische Geste. Es geht nicht darum, dass man eine Frau kauft. Ja, ich meine, okay, manchmal ist der Mahr 100 Euro, ist die Frau 100 Euro wert? Wehe, dass ihr was Falsches antwortet. Manchmal ist die Brautgabe in dieser Höhe. Das heißt nicht, dass die Frau nur 100 Euro wert ist, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir das richtig verstehen. Eine Brautgabe, die Mahr auf Arabisch, ist eine symbolische Geste und hat mit Respekt zu tun gegenüber der Frau. Und die Mahr der Frau zu geben, ist eine Pflicht im Islam. Sei diese Frau auch von Ahlul Kitab. Das heißt, wenn auch ein Mann sich dazu entschließt, eine von den Jüdinnen oder von den Christinnen zu heiraten, was für einen Mann erlaubt ist, unter bestimmten Bedingungen, nicht irgendeine, nicht Steffi aus dem Tanzsaal, sondern eine praktizierende Christin oder eine praktizierende Jüdin, die sich diesen Religionsgemeinschaften zuschreiben, aber mit einer Bedingung: sie sind Muhsana. Muhsana bedeutet keusch. Sie haben keine illegalen Beziehungen zu anderen Männern. Keine Fremdbeziehung zu Männern. Diese dürfen tatsächlich geheiratet werden. Auch wenn er eine von Ahlul Kitab heiratet, dann da muss er ihr die, was geben die? Die Mahr. Allah Azza wa Jal sagt in Surah An-Nisa in der Ayah 4: Wa atun nisa saduqatihin nihla. Und gibt den Frauen ihre Brautgabe. Ein Befehl von Allah Azza wa Jal. Gibt den Frauen ihre Brautgabe. Wer mich vorhin genau verstanden hat, was haben wir gesagt, was ist das Urteil über die Mahr? Das ist eine Pflicht, aber keine Säule. Weil Allah Azza wa Jal sagt,
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Es ist für euch keine Sünde, o ihr Männer, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Hier redet Allah Azza wa Jalla über die Männer, die ihre Frauen scheiden. Ja, normalerweise hätte hier schon was erfolgen müssen, die Brautgabe. Die Brautgabe. Bevor die was anfängt? Die Scheidung. Deswegen, es ist keine Säule der Frau, die Mahr zu geben, die Brautgabe zu geben. Aber es ist eine Pflicht. Das heißt, wenn auch ein Ehepaar fälschlicherweise oder unwissentlicherweise das nicht wussten, dass die Mahr bestimmt wird, ist ihr Heiratsvertrag trotzdem gültig. Ihr Heiratsvertrag ist trotzdem gültig, selbst wenn die Frau zum Beispiel ihre Mahr nicht bekommen hat, liebe Geschwister. Der Hadith macht deutlich, dass es geboten ist in der Religion des Islam, verpflichtend ist in der Religion des Islam, der Frau ihre Brautgabe zu geben. Und zwar, Sahel ibn Sa'd, radiyallahu anhu wa arda, er berichtet. Er sagt, qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat ya Rasulallah, jiktu ahabu laka nafsi. Eine Frau kam zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sie sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, ich bin zu dir gekommen, um mich selbst an dich als Geschenk zu geben. Das heißt, ich biete dich mir selbst an. Okay? Freut euch, ja? Jitu ahabu laka nafsi. Ich bin gekommen, damit ich mich dir zur Frau anbiete. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. Dann heißt es weiter, liebe Geschwister, der Gesandte صلى الله عليه وسلم hob dann seinen Blick zu ihr auf und schaute sie für eine Weile an. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Dass man die Frau richtig gut angucken kann. Dass man die Frau anschauen soll. Bevor du sie heiratest, sollst du sie anschauen. Wir haben letztes Mal das Beispiel gemacht. Einer hatte eine Frau geheiratet mit Niqab. Ha? Was kam dann raus? Sie hatte eine? Knollnase. Das hat ihnen nicht gefallen. Ja, dann sagen wir, das hättest du dir vorher anschauen sollen. Ja, weil sie hat die ganze Zeit ihr Gesichtsschleier angehabt. Und im Nachhinein kannst du dann nicht sagen, ja, ich habe mir das schon anders vorgestellt. Ja? Deswegen sollst du sie dir anschauen. Der Prophet Muhammad erhob seinen Blick zu ihr, schaute sie für eine Weile an, dann senkte er seinen Kopf zum Boden. Diesen Hadith haben auch manche Gelehrte als Beweis genommen, dass der Niqab nicht Pflicht ist. Warum? Was hat er hier? Das Gesicht angeschaut. Hat sie angeschaut. Und daher sagten manche Gelehrte, denn wir wissen, in dieser Sache gibt es eine Meinungsverschiedenheit, liebe Geschwister, dass der Niqab nicht Pflicht ist. Als die Frau sah, so heißt es weiter, als die Frau sah, dass er über ihr Angebot keine Entscheidung traf, setzte sie sich hin. Das heißt, sie hat gesehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat kein Interesse an ihr, dann hat sie sich hingesetzt. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَزَوِّجْنِيهَا. O Gesandter Allahs, wenn du kein Interesse an dieser Frau hast, dann gib sie mir zur Frau. Das heißt, findet sich immer eine. Alhamdulillah. Wenn du nicht willst, dann ich möchte. So, gebe sie mir zur Frau. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, فقال, فهل عندك من شيء? Hast du etwas, was du ihr geben kannst? فقال لا والله يا رسول الله. Er sagte, bei Allah, ich besitze nichts. Denn wir wissen, die Sahaba im Großen und Ganzen waren sehr arm gewesen. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. So geh zu deiner Familie nach Hause und guck, ob du dort etwas findest. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. Er kam zurück und sagte, O Gesandter Allahs, bei Allah, ich besitze gar nichts. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. So schau noch mal nach, ob du einen Ring aus Eisen findest. Aha. Ein Ring aus Eisen findest.
Er sagte, walakin hada izari. Er hatte auch keinen Ring. Aber er sagt, ich habe ein Gewand, sozusagen, ein Gewand gehabt. Qala sahlun ma lahu rida. Ich habe sozusagen ein Obergewand, aber ein Untergewand ist da nicht dran. Yani sozusagen eine Hälfte Sache. Ja? Er hatte nicht richtig das, was er ihr geben konnte, liebe Geschwister. Er besaß sozusagen ein Oberkleid und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, was soll sie mit deinem Tuch machen? Ja? Was soll sie großartig damit anfangen? Wenn du es anhast, so hat sie nichts an ihrem Leibe und wenn sie es anhat, dann hast du nichts von diesem Kleid. Dann setzte sich der Mann hin und es dauerte, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerufen hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, dass er weggehen wollte, ließ er nach ihm rufen und dieser Mann kam zurück und er sagte zu ihm, was kennst du vom Koran auswendig? Der Mann sagte, ich kenne die Sura so und so. Er nannte ihn dann mehrere Sura. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kannst du diese auswendig rezitieren? Der Mann sagte ja. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, du kannst dann gehen, wir haben sie dir zur Frau für das gegeben, was du vom Koran auswendig kannst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war Richter. Natürlich, er konnte sie verheiraten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teil. Lasst uns jetzt mal einfach diesen Hadith studieren. Die Leute der Bescheidenheit, so nenne ich sie, Ahlul Tawadu', die nehmen den letzten Teil von diesem Hadith. Ja? Der sagte, ja, was ist los mit den Frauen? Ich möchte ihr eine Sura rezitieren, das reicht ihr nicht. Die will so viel mehr. Wir sagen ihnen erstmal, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi diesem Mann gesagt? Was sollte er erstmal holen? Hä? Ein Geschenk, ein Eisenring. Davor noch. Danach. Hol ihr etwas. Etwas, was ihr ebenbürtig ist, bedeutet das. Was heißt das? Hol ihr etwas, was ihr gefällt, was ihr ebenbürtig ist, was sie verdient. Hol ihr etwas. Er sagte, ich habe nichts. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als nächstes gesagt, dann ein Ring aus Eisen. Er sagte, auch das habe ich nicht. Ja, Rasulallah. Und sie waren wirklich tatsächlich so arm gewesen. Radiallahu anhum wa ardahum. Auch das habe ich nicht. Dann dein Izar, dein Oberkleid. Problem. Wenn ich es anhabe, hat sie nichts. Wenn sie es anhat, habe ich nichts. Dann sagte er zu ihm, hast du etwas vom Koran auswendig? Erstmal kam das Materielle und als das Materielle hier nicht zugesagt hat, dann kam der Koran. Mashallah alaikum. Schläft ihr oder was? Dann kam der Koran. Erst das Materielle und dann der Koran. Was machen unsere Brüder heute erst? Erst der Koran und dann das Materielle. Der geht nach Hause, lernt Qul huwallahu ahad und dann will er die hübscheste Frau haben. Um jeden Preis. Und wenn einer was anderes sagt, dann sagt er, du folgst nicht der Sunna. Ja, hier hast du erstmal die Sunna verstanden, bevor du sagst, du folgst nicht der Sunna. Das Erste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihm gefordert hat, Bilal, falls du später heiratest, was war das? Er hat gefordert, dass er sein Wissen stiftet. Nein. Er hat gefordert, dass er ihr, was gibt ein? Meher. Ja, was? Ja, was? Was sie wünscht. Wenn sie gesagt, etwas Ebenbürtiges, haben wir doch gesagt. Etwas, was für sie angemessen ist. Was auch angemessen ist für den Mann, dass er es sich leisten kann. Und hier kommen wir zur zweiten Sache. Die Frau sollte nichts verlangen, was der Mann nicht besitzt. Gib ihr etwas, such, guck mal, er sagt zu ihm, geh nach Hause zu deiner Familie und schau nach etwas. Das heißt, hat er das dann, wenn er nach Hause geht? Besitzt er diese Sache? Und nicht, dass er etwas holt, was er nicht holen kann. Weil manche Frauen, mashallah, sind sehr bescheiden heutzutage. Die sagt dir, schau mal, du musst nicht alles auf einmal zahlen. Du kannst die 100.000 Euro in Raten zahlen. Mashallah. Möge Allah uns bewahren. Die einen übertreiben und die anderen übertreiben. Ich habe Ehen gehabt, ja? Ich habe Ehen gehabt. Also, ich habe Ehen verrichtet, meine ich. Ich habe Ehen verrichtet, da kam der Mann mit einem Fuffi, ja? 50 Euro. Ich habe ihm gesagt, ist das auch wahres Geld? Ja, nicht mal Falschgeld? 50 Euro. So nach dem Motto, den Rest kannst du behalten. Ja, schämst du dich nicht, einer Frau 50 Euro zu geben? Das ist eine Schmach. Sagt man Sunna und Sunna. Ach, ich verstehe die Sunna. Wenn du etwas hast, kannst du ihr etwas Ebenbürtiges geben.
etwas, was angemessen ist für sie, was du dir leisten kannst und du kannst es ihr geben. Ich meine, du heiratest eine Frau und sie ist nicht irgendeine Frau, sie soll deine Ehefrau sein. Und eigentlich können wir unsere Frauen nicht bezahlen mit Geld. Wir sagen noch einmal, keine Übertreibung und keine Untertreibung. Das ist das, was ihr lernen sollt. Weil manche bringen das in die eine Richtung bei und die anderen bringen das in die andere Richtung bei. Und der Mehr, die Brautgabe, liebe Geschwister, die gegeben wird, muss bekannt sein. Ibn Qudama, rahmatullah alayh, er sagte, وَلَا يَصِحُّ الصَّدَاقُ إِلَّا مَعْلُومًا يَصِحُّ بِمِثْلِهِ الْبَيْءِ. Die Brautgabe ist nur dann gültig, wenn sie etwas Bekanntes ist. Das heißt, du kannst einer Frau nicht etwas Unbekanntes geben. Das, was sie kriegt, ist etwas Bekanntes, ist etwas Angemessenes für sie, ist etwas, was sie begreifen kann, was sie verstehen kann, etwas, was nicht majhul ist. Ja, nicht, dass du ihr sagst, was wäre majhul jetzt? Du sagst ihr, ja, ich könnte mir vorstellen, dir etwas Graues zu geben. Und dieses Graue hat auch einen Buckel. Er meint vielleicht eine Katze. Versteht ihr? Aber er definiert es nicht. Dieses Unbekannte macht Mahr gültig oder nicht? Nein. Es muss etwas Bekanntes sein. Das bedeutet, wenn der Ehevertrag, von beiden Seiten, das bedeutet, der Mann und die Frau einigen sich auf die Mehr, dann kann die Mehr auch etwas sein, was bescheiden ist. Wenn die Frau dem zustimmt, kein Problem. Soll man das Ganze auch nicht schwer machen. Aber wenn die Frau sagt, zum Beispiel, ich möchte angenommen 1500 Euro von dir haben, und der Mann stimmt zu, dann muss er ihr diese 1500 Euro geben. Wenn er sie ihr nicht sofort gibt, sondern später, das ist möglich, dann sind sie so lange für ihn. Was sind sie für ihn, diese 1500 Euro, solange er es ihr nicht gegeben hat? Schulden. Er hat Schulden. Schulden. Es gibt so ein paar Männer, das sind jetzt so ein paar Tricks für die Frauen, ja. Der kommt und sagt ihr, kein Problem. 10.000? Du kriegst die 10.000. Ich zahle dir erstmal 100 Euro an, dann gibt er ihr 100 Euro und dann hofft er, dass er in der Ehe im Laufe der Zeit sie so weich kriegt, dass sie dann auf die 9.900 Euro verzichtet. Sagt ihr, schau mal, du bist mir mehr wert als die 9.900 Euro. Es geht mir gar nicht um Geld. Natürlich geht es ihnen um Geld, sonst hätte er das ganze Spiel gar nicht angefangen. Ja, es geht ihnen natürlich um Geld. Dieser möchte die Frau betrügen. Und lasst euch auf sowas nicht ein. Das ist das volle Recht der Frau, dass sie ihre Mahr bekommt. Und manche Gelehrte sagen sogar, solange die Frau ihre Mahr nicht bekommt und sie sollte sie bekommen zu einem vereinbarten Zeitpunkt, kann sie sogar den Geschlechtsverkehr verweigern. Was denkt ihr, wie schnell der Mann dann das Geld aufträgt? Hä? Das geht ganz schnell. Dann sucht er mal die Pfandflaschen zusammen. Ja. Deswegen, das ist kein Spaß. Es ist eine Vereinbarung zwischen dem Mann und der Frau und sie müssen dann diese Vereinbarung ernst nehmen. Der Mann ist verpflichtet, ihr diese Mahr zu geben. Die Mahr gehört der Frau, nicht ihrem Vater. Heutzutage haben wir Väter. Der hat 4, 5 Töchter. Ja? Wenn du dann nach Hause kommst und du hast dich für eine interessiert, stehen Preisschilder an jedem Kopf von einer Frau. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, je nachdem. Und dieser Mann, er kassiert die Mahr der Tochter. Wem gehört die Mahr? Der Frau. Weil wenn es dann wirklich später zur Scheidung kommt, dann hat sie wenigstens was? Eine Überbrückung. Das ist jetzt nicht die Welt, aber zumindest hat sie was? Eine Sicherheit. Weil ihr müsst verstehen, liebe Geschwister, eine Frau kann nicht die Arbeiten machen, die ein Mann macht. Und natürlich ist dieses dann ein Problem für die Frau, wenn sie schwer Arbeit findet und sie ist gezwungen zu arbeiten, was soll sie hier in diesem Fall machen? Deswegen, wenn sie eine Sicherheits,
Grundlage hat, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, dann kann sie zumindest eine Zeit überbrücken und in dieser Zeit kann sie sich nach etwas anderem umschauen. Daher sollte man die Sache genau verstehen. Die Religion hat uns tatsächlich keine festgesetzte Mahr auferlegt. Es gibt keinen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Sache, liebe Geschwister. Und man sollte allgemein sollte man bescheiden bleiben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Khayru sadaqi aysarah." Die beste Brautgabe ist die, die am gering gehaltenste Brautgabe. Die beste Brautgabe ist die einfache, das heißt gering gehaltene Brautgabe, berichtet bei Al-Hakim und Al-Bayhaqi. Und wir haben gehört in dem Hadith zuvor von Sahel ibn Sa'd, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt? Hol, wenn auch, einen Ring aus Eisen. In welchem Fall ist das? Was haben wir gesagt? Wenn er nichts anderes besitzt. In diesem Fall, wenn er nichts anderes besitzt. Hört, wie der beste aller Menschen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf welchem Weg er seine Tochter Fatima radiyallahu anha wa ardaha verheiratet hat. Und er hat damit der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel geprägt. Ibn Abbas erzählt, أن عليا رضي الله عنه وارضاه قال تزوجت فاطمة. علي رضي الله عنه sagt, ich habe Fatima geheiratet. فقلت يا رسول الله ابني لي. Dann sagte er zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, علي رضي الله عنه, oh Gesandter Allahs, beschleunige etwas die Heirat. Denn Ali رضي الله عنه war doch ein junger Mann, liebe Geschwister. Dann sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, أعطيها شيئا. Gib ihr etwas, was du besitzt. Dann sagte Ali radiallahu an, ma indi shay, ich habe nichts, ich kann ihr nichts geben. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, fa aina diruka al-hutamiyya, wo ist dein Schild, was du im Krieg benutzt? Schau mal. Er sagte, gib ihr dein Schild, was du im Krieg benutzt. Gib mal heute eine Frau ein Schild. Dann wird ein Abdruck von deinem Kopf drauf sein, weil sie dir das auf den Kopf schlägt. Gib ihr dein Schild. Dann sagte er, Qultu indi, ich habe das Schild bei mir. Dann sagte er, Fa'atiha ihr. Dann gib ihr dieses Schild. Und so wurde er zum Mann der Frau, die Anführerin der Frauen im Paradies ist. Fatima. Und wir schicken hier einen Brief. Wer von den Frauen, die heute 50.000 Euro verlangt oder 20.000 Euro verlangt, ist besser als Fatima? Hört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Fatima radiallahu anha. Er sagte zu ihr, أَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِ سَيِّدَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكَتْ لِذَلِكَ. Er sagte zu ihr, möchtest du nicht oder würde es dich zufrieden machen, dass du die Führerin der Frauen im Paradies oder der gläubigen Frauen bist? So hat sie angefangen zu lachen. Wer wird nicht lachen bei so einer Frauenbotschaft? Subhanallah. Diese Frau, die Anführerin aller Frauen im Paradies ist, der gläubigen Frauen, die hat was bekommen als Mahr? Ein Schild. Aber was möchte unsere Leila und unsere Jasmin heute? Was möchten sie? Die sagt dir einen Ring. Nichts Großartiges. Ein bisschen Platin mit ein bisschen Diamanten. An den Seiten kann ein bisschen Korallen sein. Aber das war's dann auch. Dann gehst du und guckst. Du guckst, subhanallah, ist das der Artikel? Ist das die Artikelnummer oder ist das der Preis? Steht drauf, 5.000 Euro, ein Ring. Das war nur ein Ring. Das war jetzt erstmal sozusagen der Vorgeschmack, damit sie weiter mit dir redet. Ja? Die Immobilie und die 100.000 Euro kommen später. Ein Bruder hat uns erzählt, der hat eine Ehe gemacht für jemanden. Dann war die Mahr festgesetzt auf erstmal, ich weiß nicht wie viel, 1.000 Euro und dann bei Scheidung 100.000 Euro. Dann hat er den Mann zur Seite genommen, er sagt zu ihm, Ente Majnun, bist du verrückt? Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, du musst ihr diese 100.000 Euro geben bei Scheidung. Und manche Familien machen das, die nennen das, wie nennen sie das? Muachar und Muqaddam und Muachar oder Muajjal, sie nennen das so, das gibt es nicht im Islam. Manche Gelehrte haben das erlaubt, ohne Zweifel, weil sie gesagt haben, das gehört zu den Brauchsachen. Aber eigentlich kennen wir das von der Sunna nicht. In der Sunna wurde so etwas nicht geregelt. Es gibt Gelehrte, die das erlaubt haben, aufgrund von Bräuchen, okay? Aber subhanallah, wer sagt mir, was haben die Leute vorgehabt, indem sie sagen, bei Scheidung 100.000 Euro, na? Dass sie gebunden bleiben. So nach dem Motto, das ist deine Frau, die bleibt jetzt für immer deine Frau. Ja, und was ist, wenn sie keine gute Frau ist? Soll er sie trotzdem behalten? Antwort ja. Sabri, achi, sabri. Allah liebt die Sabri.
Aber er darf sie doch scheiden, wenn sie ihm nicht gehorcht. Oder wenn sie etwas macht, was ihm zuwider ist. Dann, aber man bindet somit die Frau an den Mann. Das sind natürlich Tücken, die die Leute nicht direkt erzählen. Aber wir wissen, was sie praktizieren, liebe Geschwister. Schaut mal, der Prophet Mohammed s.a.w. Er hat keine Mahr für Fatima radiallahu anha genommen aus seinem eigenen Interesse heraus. Richtig? Er hätte was anderes bestimmen können. Und der Prophet Mohammed s.a.w. hat uns ein Beispiel gegeben, man soll eine Ehe erleichtern oder erschweren? Erleichtern. Nicht unnötig erschweren. Und wir lernen aus diesem Hadith, o Schwestern, die ihr tugendhaft seid, das war die Mahr der Tochter des Propheten Mohammed s.a.w. Bei Allah, ihr seid nicht besser als sie. Ihr seid nicht besser als sie. Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, er sagte ganz gefährliche Worte. Er sagte, übertreibt nicht mit der Mahr für die Frauen. Wenn dies ein Zeichen der Ehre und Würde in dieser Welt oder ein Zeichen der Furcht vor Allah wäre, dann hätte der Prophet Muhammad s.a.w. das vor euch getan. Schaut mal diese Worte von Umar ibn al-Khattab. Jedoch, sagt Umar ibn al-Khattab, gab er keiner seiner Ehefrauen und keiner seiner Töchter mehr als 12 Uqiyya. Uqiyya, liebe Geschwister, die Gelehrten haben das umgerechnet. Das sind ungefähr $400. Er gab keiner einzigen Frau mehr als diesen Betrag. Und Aisha radiallahu anha selber, als sie gefragt wurde, wie viel hat der Prophet Muhammad s.a.w. dir als Brautgabe gegeben, dann sagte sie diesen Betrag. 12 Uqiyya. Umar ibn al-Khattab sagt, das Problem beim Übertreiben der Mahr führt dazu, dass der Mann dann sagt, du hast mich alles gekostet, was ich besitze und hast mir große Probleme verursacht. Immer wenn er die Schulden zurückzahlt oder nur darüber nachdenkt, bekommt er Hass gegen diese Frau. Das ist so. Weil wenn er jetzt extra 50.000 Euro von einem Bruder oder von jemandem nimmt, dann ist das eine große Last, die auf seinem Rücken lastet. Er vergleicht dann immer diese 50.000 Euro mit dem Verhalten der Frau. Frage, wird sie dieses erfüllen? Antwort, niemals. Und es wird immer Probleme geben. Deswegen sagte Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, die Brautgabe zu erhöhen, die Übertreibung bei der Brautgabe ist makruh, das heißt unbeliebt, und sie nimmt den Segen dieser Sache hinweg. Sie nimmt den Segen dieser Sache hinweg. Tayyib, nochmal bitte, dass manche Leute das nicht falsch verstehen. Wir haben gesagt, allgemein, was sollte ein Mann einer Frau geben? Was sollte er ihr geben? Einen symbolischen Wert, der ihr zusteht. Der ihr zusteht und den der Mann sich auch leisten kann. Versteht jeder diese Worte? Wenn ich dir sage, möchtest du heiraten? Ja. Ich habe jetzt nichts dabei, aber auf jeden Fall. Möchtest du heiraten? Ja. Teil. Du sollst deiner Frau 50.000 Euro geben. Könntest du das ganz im Ernst? Was? Oh, mein Weltkopf, jetzt bist du unser Freund. Ich meine, hast du 50.000 Euro? Nein. Okay. Das heißt, könntest du dir das leisten oder nicht? Nein. Ja. Nach manchen Leuten dürftest du dann gar nicht mehr heiraten. Fair oder unfair? Das ist nicht fair. Sondern man sollte einer Frau etwas geben, was man sich leisten kann. Jetzt auch, wenn man die 1.500 Euro zum Beispiel, ich sage nur einen Betrag, oder 1.000 Euro, wenn man sie auch nicht hat, dann soll man auch dafür etwas arbeiten. Aber man kann sich das leisten. Versteht man die Worte? Und die Frau sollte nicht zu viel vom Mann verlangen. Nicht zu viel meint über das Angemessene hinaus. Denn wir haben gesagt, was geht dadurch weg? Der Segen. Der Segen. Er geht weg dadurch. Du gibst ihr eine Brautgabe. Inshallah, ihr einigt euch darauf. Diese Brautgabe ist etwas Bekanntes, nicht etwas Unbekanntes. Und daraufhin heiratet ihr. Wenn das auch im Ehevertrag nicht festgelegt wurde, dann kann man sich im Nachhinein darauf einigen. Okay? Aber die Brautgabe zu geben ist Pflicht. Es ist keine Säule. Der Ehevertrag ist trotzdem gültig. Aber sie zu geben ist eine Pflicht und wir kennen aus der Sunna nur, dass man eine Brautgabe einmalig gibt, nicht dieses jetzt und dann später bei Scheidung. Dieses hat uns die Sunna, wallahu ta'ala ala wa alam, nicht beigebracht.
Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und das nächste Mal fahren wir fort, liebe Geschwister. Welche Frauen dürfen nicht geheiratet werden? Beziehungsweise, welche Frauen dürfen welche Männer nicht heiraten? Das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Thema. Jetzt habt ihr kurze Gelegenheit für Fragen. Tafadhal. Wir fangen von rechts an, inshallah. Tafadhal. Dieses Kattib, Kitab, ist es vom Islam und was ist danach erlaubt? Kattib al-Kitab. Wir nennen das Nikah. Bei uns sagen die Kattib al-Kitab. Aber wir nennen das Nikah. Nikah oder Aqdun Nikah. Okay? Das heißt der Heiratsvertrag. Natürlich, das ist der Heiratsvertrag. Die meinen das damit. Okay? Und wir haben gesagt, dabei ist ein Wali und zwei Zeugen. Wallahu ta'ala ala. Wa'al. Na. Tfadal, bitte. Ich habe doch kurz nicht zugehört. Wie ist es, wenn der Mann verspricht der Frau, ich gebe dir etwas? Na. Die heiraten dann und dann macht er es nicht. Was hast du gesagt? Wenn der Mann und die Frau sich auf eine bestimmte Mahr geeinigt haben und die Frau bekommt nicht ihren versprochenen Teil zu dem Zeitpunkt, wann der Mann ihr das versprochen hat, dann sagen manche, sie könnte ihn hier in diesem Fall den Geschlechtsverkehr verweigern, was sie nicht tun soll. Okay? Aber sie soll ihn klar machen, dass das ihr Recht ist, dass sie dieses bekommen soll. Und der Mann sollte Ehre besitzen und ein Mann sein, nicht nur vor der Ehe, sondern auch nach der Ehe, und ihr diesen Teil geben, der ihr zusteht. Und bei Allah, wenn er ihr diesen Teil nicht gibt, so steht er vor Allah als einer, der Schulden gemacht hat. Und wir wissen, selbst der Mujahid, der stirbt beim Dschihad, und er hat die beste Stellung bei Allah Azza wa Jal, wenn er was hat, kommt er nicht in das Paradies. Wenn er Schulden hat, kommt er nicht in das Paradies. Na, Wallahu ta'ala ala wa'a. Ich habe zwei Fragen zum letzten Unterricht. Die eine war, du hattest gesagt, wenn eine Frau zum Beispiel beim Vertrag sagt, dass sie dass der Mann keine Zweitfrau haben soll. Na. Und er es dann trotzdem macht, dann hast du gesagt, dann ist die Ehe ungültig. Und mir war jetzt nicht klar, welche Ehe ist dann ungültig. Na, der Bruder fragt bezüglich des letzten Unterrichts, wenn eine Frau mit dem Mann vereinbart, sie sagt, ich möchte die Bedingung, dass du keine Zweitfrau heiraten darfst. Dann haben wir gesagt, es gibt zwei Gelehrtenmeinungen hier diesbezüglich. Bei manchen Gelehrten ist das keine Bedingung, gültige Bedingung, weil die gegen Koran und Sunna nach ihrer Ansicht geht. Die anderen sagen doch, das ist eine gültige Bedingung, weil sie haben das im Heiratsvertrag festgemacht. Und wenn der Mann dann trotzdem, obwohl er vereinbart hat, keine Zweitfrau zu heiraten, sie trotzdem eine Zweitfrau heiratet, dann darf die Frau um Scheidung verlangen. Okay? Bei manchen Gelehrten ist es so, dann ist die Ehe sofort ungültig. Aber das, was von Imam Ahmad, inshallah ta'ala, die moderateste Ansicht ist, sie kann hier mit dem Mann bleiben oder sie kann die Scheidung verlangen. Wallahu ta'ala ala. Wow. Die nächste Frage. Die zweite Frage war, wie ist es mit einem Mann, der eigentlich keine Mittel dafür hat, aber eine zweite Frau heiraten will, ist das erlaubt für ihn? Darf ein Mann, der keine Mittel hat, eine zweite Frau heiraten? Antwort, nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith bei Bukhari und Muslim, von Ibn Mas'ud, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Derjenige, der von euch al-ba'a verrichten kann, so soll er heiraten. Die Gelehrten haben über dieses Wort geredet. Was bedeutet dieses Wort? Und wallahu alam, manche Gelehrte haben es erklärt, derjenige, der den Lebensunterhalt für seine Frau bestreiten kann, der kann dann heiraten. Aber wenn die Erste nicht mal ihr Recht bekommt, ihr volles Recht, dann will er noch eine Zweite heiraten. Womit? Womit, na? Und deswegen soll er erstmal Allah azza wa jalla danken, dass er überhaupt verheiratet ist. Und darauf warten, bis Allah Azza wa Jal ihn vielleicht versorgt. Aber unter der Voraussetzung, dass er gerecht ist. Okay? Und wir sagen, auch wenn es richtig ist, ein Mann kann zwei oder drei oder vier Frauen heiraten, richtig. Aber mit Bedingungen, bitteschön. Und ich habe euch die Bedingungen genannt das letzte Mal. Es ist nicht so, dass heutzutage einer kommt und noch Taschengeld von seinem Vater kriegt und eine zweite Frau heiraten möchte. Ja?
Mann, das ist wirklich peinlich für eine Person. Eigentlich, wir wollen, dass die Frauen Männer haben und die Männer Frauen haben. Aber dass einer mit dem Taschengeld kommt und sagt, reicht dir jetzt 2,50 Euro? Mann. Das ist eine Frau. Na, wallahu ta'ala ala. Warte, ich hoffe, die Sache ist klar. Fadda. Alles okay. Ein Bruder will wissen, genau, ein Bruder will wissen, ob er eine christliche Frau heiraten darf, er ist Muslim, und die auch Jesus anbietet. Darf man eine christliche Frau heiraten, die Jesus anbetet? Natürlich, wenn wir sagen Christin, dann sagen wir Christin, die ist keine Muslima. Und wir wissen, beim Christen ist bekannt, dass sie Jesus als Sohn Gottes sehen oder beziehungsweise Jesus als Gott sehen, je nachdem. Und natürlich ist die Sache, dass sie trotzdem Christin ist. Und es wurde uns erlaubt, dass wir Christinnen oder Jüdinnen heiraten, bedeutet für die Männer. Wenn sie, was haben wir gesagt, was die Bedingung? Keusch sind. Das heißt, sie haben keine Beziehung zu fremden Männern. Okay? Und haben keine Unzucht gemacht. Dann ist es erlaubt und manche Gelehrte machen noch eine zweite Bedingung, dass man sie heiratet in deinem Land. Weil hier, Achi, wenn du so heiratest in ihrem Land, dann war es das mit den Kindern. Dann wirst du sie nie wieder sehen. Ja? Die ruft einmal die Polizei an, sagt, der ist bei ISIS und das war's für dich. Du verstehst mich, ja? Na, trotzdem. Bei uns ist es eigentlich üblich, dass man bei der Scheidung, dass man dann auch noch eine Mahr gibt. Wie soll man sich aber jetzt verhalten? Was ist stärker? Welche Ansicht? Die sagt, es gibt diese... Bezüglich der Mahr? Genau. Mit dem Brauch? Genau. Ich habe doch gesagt, klar, die Sunna ist klar. Aber... Ich meine, das waren auch keine kleinen Gelehrten, die das gesagt haben. Deswegen, und Ahlus Sunnah wal Jama'ah, es gibt in manchen Sachen einen Rahmen, da kann man sagen, ha, okay, das geht noch. Und deswegen sollte man das von vornherein klären, Afrika, damit später keine Probleme sind. Weil die sich darauf beruhen, die haben nicht etwas vom Mond geholt. Verstehst du, was ich meine? Anders wäre, wenn sie etwas vom Mond geholt haben. Aber ist nicht der Fall. Deswegen soll man von Anfang an Klarheit schaffen. Nicht, dass es später zu Problemen kommt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Das heißt, der Mann, er sagt zu der Frau, du sagst mir, was du haben möchtest, dann lachen wir einmal darüber und dann sage ich dir, was du kriegst. So ist die Regel. Das heißt, der Mann bestimmt die Mahr. Wer bestimmt die Mahr? Der Mann bestimmt die Mahr. Okay? Aber die Frau kann natürlich ihren Wunsch äußern, ohne dabei zu übertreiben. Na. Darf man jetzt, wenn jetzt ein Mann eine Christin oder eine Jüdin heiraten will, darf man in den Ehevertrag als Bedingung setzen, dass sie den Islam annimmt? Der Bruder sagt, darf man in den Ehevertrag, wenn man eine Jüdin oder Christin heiratet, die Bedingung setzen, dass sie Islam annimmt? Ach, ich kann eben, schau mal, das ist nicht eine Sache, die du so schriftlich festlegst. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Sache, der Islam, die Annahme des Islam hat mit einer freiwilligen Sache zu tun. Okay? Das hat mit einer freiwilligen Unterwerfung zu tun. Was heißt diese freiwillige Unterwerfung? Du kannst nicht zu jemandem sagen, okay, ich meine, es gab einen Fall in der Geschichte, habe ich euch erzählt, mit Abu Talha radiallahu anh. Er wollte eine Muslime heiraten, aber sie hat ihm gesagt, ich werde dich nicht heiraten, bis du den Islam annimmst. Und dann hat er auch den Islam angenommen, aber nur wegen jetzt, um sie zu heiraten, Antwort, nein, sondern er hat auch wirklich diese Überzeugung gehabt. Okay, aber dass du jetzt eine Christin heiratest und sagst, schau mal, also so möchte ich dich nicht weiter sozusagen heiraten, das kommt in den Ehevertrag, du bist eine Muslima, dass die Unterwerfung sollte von sich aus da sein. Na, außer sie sagt, ich verspreche es dir, ich bin überzeugt und ich werde den Islam annehmen und gib mir noch ein paar Tage Zeit, dann nehme ich den Islam an, dann haben die Labate diese paar Tage. Na, tfadal. Ich habe eine allgemeine Frage. Wie ist es, wenn man Imam ist im Gebet und jetzt mal verliert sein Wudu? Na. Wie verhält man sich denn? Wie verhält man sich im Gebet, wenn man Imam ist und man verliert sein Wudu? Was macht man in diesem Fall? Man macht, was Umar ibn al-Khattab mit Abdurrahman ibn al-Auf gemacht hat. Umar ibn al-Khattab, als er niedergestochen wurde von diesem Shaitan, Abu Lu'lu al-Majusi, von diesem Perser, dem Feueranbeter, dann hat er Umar ibn al-Khattab, obwohl er sehr starke Schmerzen hatte, Abdurrahman ibn al-Auf nach vorne gezogen und der hat das Gebet weitergeleitet. Der setzt es einfach nur fort. Genau, er setzt das Gebet an die Stelle fort, wo du aufgehört hast. Okay?
Wallah. Und du gehst Wudu machen, der Imam geht Wudu machen und muss sein Gebet von Neuem beginnen. Von Neuem. Nicht, ich habe 2 Raka gebetet, dann habe ich mein Wudu verloren. Nein, du musst ganz gänzlich von Neuem beginnen. Wallahu ta'ala ala Wagner, gibt es Aussagen von Gelehrten bezüglich Personen, die in der Lage sind, vorzubeten und die Bedingungen erfüllen, aber sie tragen kein Bad und diesen Koran hafaz? Was ist mit Leuten, die zum Beispiel vorbeten, Imame sind, aber sie haben offenkundige Sünden? Dieser sollte eigentlich nicht Imam sein. Eine Person, der offenkundig Sünden macht, sollte nicht Imam sein. Es wird überliefert bei Abu Dawud, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Nicht-Imam vorbeten lassen hat, weil dieser nur gespuckt hat in der Moschee. Und das Spucken in der Moschee ist eine Sünde, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Kaffara, die Wiedergutmachung für das Spucken in der Moschee, denn damals hatten sie Sand gehabt, wisst ihr. Das war nicht wie Teppich, nicht, dass du hier anfängst. Ja, bei ihnen gab es Sand damals. Und die Wiedergutmachung für das Spucken ist, dass man das Sand über diese den Sand über die Spucke macht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn aufgrund dieser kleinen Sünde sozusagen, was entzogen die? Die Imamir, dass er vorbetet für die Leute. Überlegt mal, jetzt was denkst du, wenn einer dann eine große Sünde begeht, dass er kein Bart hat? Die Imame sind sich einig darüber, dass derjenige, der sein Bart rasiert, dass er eine große Sünde macht. Ha? Aber trotzdem ist das Gebet hinter einem Fasiq gültig. Das Gebet hinter einem Fasiq ist gültig und darüber gibt es eigentlich eine Einigung der 4 Rechtsschulen. Wallahu ta'ala. Wenn man jetzt zu zweit betet, der Imam verliert sein Wudu, der andere betet einfach weiter. Hm. Oder? Ja, natürlich, klar. Ich warte, bis der andere kommt. Bei Bert noch alles eine Frage, damit wir das kurz halten, inshallah ta'ala. Nur noch 1-2 Fragen und dann werden wir inshallah. Wenn man verheiratet ist, darf die Frau dann auch vorbeten oder muss das immer der Mann tun? Wenn man verheiratet ist, darf die Frau vorbeten, der Mann bleibt der Mann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Volk, welches von den Frauen angeführt wird, wird untergehen. Deutschland. Bei Bukhari und Muslim. Deswegen ist es der Frau nicht erlaubt vorzubeten. Selbst wenn die Frau einen jüngeren Sohn hat, er betet vor für sie. Na? Wenn er zum Beispiel 10, 11 Jahre, er betet für sie vor. Wegen dieser Überlieferung. Die Frauen dürfen nicht die Imamiyya anführen. Wallahu ta'ala ala wa. Muss der Ehevertrag schriftlich festgehalten werden? Muss der Ehevertrag schriftlich festgehalten werden? Nein. Es ist ein Mittel, eine Wasila. Wenn man es macht, okay. Wenn nicht, dann auch okay. Kein Problem, bi idhnillah samia al-alim. Na? Allah ta'ala ala wa ala, barakallahu fikum, liebe Geschwister, und inshallah ta'ala sehen wir uns wieder am Mittwoch mit dem weiteren Thema, wie werde ich ein besserer Mensch, barakallahu fikum, und wie gesagt, nachher mal gucken, ob auch so viele kommen wie letzte Woche zu ISIS, wenn es nur um Themen geht wie Adab und Respekt und solche Sachen. Möge Allah so uns bewahren. Subhanallah, walhamdulillah, shaghlam la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيك وفيكم بارك